Und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5 hier bei Explorer AP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Letzte Folge haben wir uns ja endlich mal eine neue Wumme gegönnt. Bekommen, wie auch immer. Schauen wir natürlich auch, was sie drauf hat. Und wir gehen zum nächsten Punkt. Wir sind immer noch im Weg zum Freischalten des nächsten Begleiters. Cheesy, dem Bär. Aber ich glaube, das wird noch ein langer Weg bis dahin, weil wir noch zwei, drei Punkte so mitnehmen müssen. Hier fährt die ganze Zeit vor hier ein Erntetruck hin und her. Okay, tun nicht. Die tudet. Nichts für uns im Belang. Dann geht es voll. Was ist das? Okay. Gut, Erntetruck ist wohl weg. Sektenverfolgung. Aha, was haben wir hier? Oberlin Rastplatz, da waren wir schon mal. Wir wollen jetzt hier hin. Ginge das auch querfeldein? Ja, ne? Wow, alles mit einem Schuss. Und ja. Also. Der Typ war tot. Hallo? Würde gerne diesen Truck. Nein, ich will nicht interagieren. Ja, den haben wir ja schon. Schade. Was ist denn jetzt hier wieder? Schraube. Wo? Auf jeden Fall ist wieder jede Menge Kohle sammeln. Da wir dann doch ein bisschen viel ausgegeben haben in der letzten Folge. Das ist eine Quest. Ja, lass die Quest mal Quest sein. So viel noch an Questen. Questen. Was ist? Die Whitehills brauchen mehr Ausrüstung und bei der Bergungsstätte gibt es noch brauchbaren Kram. Wir gehen rüber und holen ihn uns. Sonst kommen uns die Peggys zuvor. Okay. Was jetzt sollen wir? Können wir uns da importen? Könnt ihr wieder eher nicht, ne? Ach komm, ey, scheiße. Entschuldigung, ich kack aufs Peggy-Versteck. Und sie ist sowieso ne. Was überbar, ein paar Dollar. Kriegen wir alles so en masse. Können wir bei Gelegenheit immer noch holen. Kommen wir da irgendwo dezent hoch? Ja. Finde das Versteck der Redtail-Hütte. Bin alleine? Frage. Lesen machen wir dann später.
Was? Wo denn? Aua, 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 aua. Das hättest du uns auch eher sagen können. Wie sich um. Nehmen? Achso. Immer noch kein Glück. Vielleicht gibt es irgendwo ein Loch im Boden. Du weißt schon, mit einer Klappe darüber. Ja, ist okay. Ich hab den Wink mit dem Zaunfall schon verstanden. Ein Loch am Boden mit einer Klappe drüber. Wollen wir das sein? Zufrieden? Gefunden? Ja. Weiter zur nächsten Hütte. Soll das jetzt die nächste Hütte sein? 100 Meter? Wir gehen mal in die Richtung. Kann ja nicht schaden. Der Hütten-Gaudi. Mit dem Gewehr läuft er jetzt langsamer, ne? Hab ich so... das Gefühl, Explorer-Gefühle. Was happened hier? Höre Geräusche. Ist das nur ein Elch oder? Was röhrt? Die Jungs. Nichts zum Looten. In dieser Richtung, ne? In der Hoffnung, dass das auch die Hütte ist, die er jetzt hier markiert hat. Ja, finde das Versteck der Cooper-Hütte. Sie kriegen jetzt nichts mehr mit, ne? Echt? Nice. Die Wumme ist Gold wert. Die ist echt Gold wert. Auf rumringend liegende Leichen reagieren die ja nicht. Schlau sind sie ja auch nicht. Klettert einfach runter und schließt die Luke und bleibt im Bunker. Oh, ein Chief. Hast du es gefunden? Was? Das Notfalllager hat einen Sender, der Interferenzen in deinem Funkgerät erzeugt, wenn du ihm zu nahe kommst. Ist wahrscheinlich irgendwo vergraben. Würde ich auch nicht in der Hütte lassen. Naja, wir gucken. Kollege. Silberbahn ist ja auch nicht viel. So.
sonst nichts. Hier war ja nichts, ne? Voll, 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 alles voll. Peach, lass mich doch mal eben jetzt. Komm, erstmal eine. Oh, es sind sogar noch zwei. Entschuldigung. Eins hier, wir haben ein bisschen wenig Munition. Verfügt über einen nahegelegenen Sturmbunker. Ja, das wären es jetzt schon zweimal gewesen. Im nahegelegenen Sturmbunker. Soll der sein? Nur so? Nein. Sagt da. Na, sieh dich um. Die Hütte ist zu offensichtlich. Vielleicht im Gemüsekeller. Irgendwas Unterirdisches. Was? Scheiße, das ist das letzte Versteck. Deputy, du bist dicht dran. Lass die Peggys nicht mit unserem Zeug abhauen. Ist das doch nicht wahr? Was sollen wir denn jetzt machen? Frage. Lass die Peggys nicht mit unserem Zeug abhauen? Was? Was sollen wir denn jetzt machen, Spiel? Frage. Superhütte. Die Quest war noch markiert. Warum? Die haben wir schon erledigt. Was will er jetzt von uns? Wieder aus der Sekte zu befreien. Körper verstecken, Funkstille, Kommunikation, freundlicher Luftraum. Keine Ahnung. Wir suchen uns den nächsten Punkt aus, weil rumeideln habe ich echt keinen Bock drauf. Kein Bock. Geschäft. Eli Palmer. Bo Adams. Geh mal dahin. 500 Meter. Wie spät haben wir jetzt? 15 Minuten sind wir in der Aufnahme. Wir müssen hier hoch.
Irgendwie vielleicht noch Skillpunkte, dass wir vielleicht mehr Munition tragen können. Von dem. So ein bisschen. Genau, what I mean. Ups. Wer hatte jetzt gerade. Wer bist du denn jetzt und was willst du? Wir haben doch eben ja alles befreit. Das ist doch nur ein großes Fellknäuel. Ein paar Peggys sind zu Denskys Hütte unterwegs. Besser jemand geht und sieht mal nach ihm. Und den Sachen, die er für uns aufbewahrt. Okay. Wo soll das sein? Ja. Viel Spaß. Jacob bildet noch Lehrmänner aus. Was hat er vor? Viel Spaß, Spiel. Ein Spaßspiel, haha. Was ist. Nein, komm. Aber das werde ich nicht zulassen. Kommen wir jetzt hier irgendwie dezent rüber? Jo. Ja, jetzt dezent. Jetzt kommt halt die Drogentante wieder. Oh nein. Ignorieren sie einfach. Miezekatze ist ziemlich lernresistent. Möchte ich mal so betonen. So, in diese Richtung sollen wir. Dann schauen wir mal, ob wir da jetzt so fix rüberkommen. Ich glaube nicht. Hier waren wir schon mal, ich entsinne mich. Darf man plündern? Mieze? Komm. Ich hoffe, die Mieze kommt nach. Die andere Frage. Da war der komplette Weg umsonst. Ja, fliegt doch weg. Groß Höhle. Hallöchen. Bin aber nur zum Looten hier. Wieder weiter marschierend, immer in Finsternis, in Reihe und Glied, nee. Auf unbekanntem Wege, immer noch marschierend. Du bist ja weit weg von zu Hause, hä? Hm? Mhm. Du willst ja garantiert, dass ich in die Höhle gehe, oder? Juti, dann würde ich sagen, machen wir das aber erst in der nächsten Folge. Wir bekommen hier nicht viele Besucher. Mhm. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao ciao.